so eine Mappe vor sich haben, worauf schauen Sie als allererstes? Heute wird Schwerpunkt auf den Lebenslauf gelegt. Also dieses Anschreiben ist heute nicht mehr zeitgemäß. Das sind viele Floskeln, die kennt man auf dem Markt, die liest man heute in Unterlagen nach. Das ist es nicht mehr. Entscheidend ist eigentlich der Lebenslauf, dass der viel darstellt und wo man dann sich auch von anderen unterscheiden kann. Ansonsten sind da Lücken, wie lange hat er gebraucht, weicht das von der Norm ab? Das sind natürlich Dinge, weil Sie müssen sich vorstellen, man kriegt am Tag 100 Bewerbungen und hat, das wird immer unterschätzt, man beschäftigt sich mit einer Bewerbung im ersten Step eine Minute höchstens. Viele haben da immer so den Punkt Hobbys vor Augen und fragen sich, was genau darf ich da oder soll ich da jetzt eigentlich hinschreiben? Führe ich da alles aus, was ich jemals gemacht habe oder das, was mir am meisten Spaß macht oder das, wo ich denke, dass das Unternehmen hören will? Es muss zur Funktion passen. Also ich will mal so formulieren, da ist einer, ich sag's mal so, eher langweilig, erklärt mir dann noch, dass er gern angelt, dass er sonst keine Hobbys hat und lesen tut er auch, aber weiß nicht mehr, welches Buch er als letztes gelesen hat. Das ist nicht förderlich. Es ist zwangsläufig nötig, dass man viel Vorerfahrung hat. Also was sagen Sie zum Beispiel zu Studierenden, die nicht viele Nebenjobs hatten, weil sie zum Beispiel im Studium voll durchgezogen haben? Wenn Sie überlegen, wie viele Akademiker wir mittlerweile ja haben und wie soll denn einer vom anderen herausstechen? Das ist ja genau der, der sagt, guck mal, ich habe noch das gemacht, ich habe noch das gemacht. Und da guckt man natürlich drauf, ob er engagiert ist oder ob er, ich sag mal, wenn einer sein Studium im Schnellverfahren durchgezogen hat, gute Noten mitgebracht hat, dann kann man vielleicht noch argumentieren und sagen, okay, ich habe mich voll aufs Studium konzentriert. Aber wie soll ich denn unterscheiden können, ob er noch engagiert ist danach und ob er noch über den Tellerrand hinausgeschaut hat? Und das kann ich halt nur dann, wenn er auch in der Lage ist, mal privat was zu machen, sich irgendwo organisiert hat, mal irgendwas übernommen hat, auch schon mal die ersten Führungstätigkeiten hat. Wie soll ich sonst erkennen, ob er Führungsaufgaben wahrnehmen könnte? Ne? Versucht für eure Bewerbung herauszufinden, auf welchen Teil ein Unternehmen am meisten Wert legt. Mit eurem Lebenslauf könnt ihr dann punkten, indem ihr Lücken erklärt und zeigt, wo ihr euch privat engagiert habt. Trotzdem bleibt natürlich am wichtigsten, dass die Bewerbung auch zur Stelle passt. Thank you.